Österreich sorgte bei den Besuchern der Frankfurter Buchmesse heuer für Aufsehen. Und das lag diesmal nicht nur an der Literatur. Anlass waren vielmehr temporäre Körperskulpturen des österreichischen Choreografen Willi Dorner, die den Messebesuchern neue, kuriose Perspektiven eröffneten. Im Zuge eines Parcours quer über das Gelände der weltweit wichtigsten Buchmesse gab ein Performer-Team einen ersten Vorgeschmack, was Österreich-Interessierte ab dem Frühjahr 2016 erwartet, wenn sie mit dem Kulturland Österreich in Berührung kommen. Wir leben in wirklich sehr spannenden Zeiten. Umbrüche, Wechsel. Und diejenigen, die eigentlich die Zukunft vorwegnehmen, das sind die Künstler, das sind Menschen, die natürlich auch Bücher schreiben. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir hier auf der Frankfurter Buchmesse unsere neue Kampagne vorstellen werden. Kern der unter dem Motto »Immer mittendrin« stehenden Kampagne ist ein Performance-Konzept des Choreografen Willi Dorner, der mit seinen weltweit erfolgreichen ironisch-philosophischen Performances »Bodies in Urban Spaces« im Alltag oft Übersehenes sichtbar macht. Ich finde es toll, dass die Österreich-Werbung diesen Schritt macht und sozusagen auf einen zeitgenössischen Künstler zugeht und ihn auch einladet, das zu machen. Weil ich glaube, Österreich ist sehr modern und ich glaube, es braucht ein bisschen ein anderes Bild, auch in der Weltöffentlichkeit. Wichtig ist, dass meine Arbeit sich nicht verdrehen muss, dass sie das bleiben kann, was sie ist. Die Arbeit möchte sich nicht aufdrängen. Sie sucht Plätze, denen wir kein Augenmerk schenken. Und es versucht sozusagen einen Bezug zur Architektur herzustellen. Die Körper, die auf diesen Orten sind, die so am Rande sind, die strahlen zurück auf die eigentliche Architektur. Das ist sozusagen das Wichtige, dass ich nach unten schaue, nach oben schaue, dass der Kopf beginnt zu kreisen. In den vergangenen Monaten wurde im Rahmen einer Tour quer durch Österreich reichlich Bild- und Videomaterial dafür gesammelt. Die ersten Zusammenschnitte wurden auf der Frankfurter Buchmesse am Österreichstand der Wirtschaftskammer und des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels präsentiert. Das Projekt soll ab dem kommenden Frühjahr vor allem den Entdeckungsgeist der kulturinteressierten Österreich-Besucher anregen. Nun, es geht genau um einen Perspektivenwechsel. Ich finde die Aktionen von Willi Dorner, diese temporären Körperskulpturen, deswegen so faszinierend, weil sie genau den Blick auf das Unentdeckte, auf das Dazwischenliegende lenken und damit natürlich auch hier völlig neue Einsichten gewähren. Und das ist auch etwas, was wir mit unserer Kunst und mit unserer Kulturkampagne als Österreich-Werbung wollen, das Kulturland Österreich auch neu zu entdecken. Den Entdeckungsgeist der Kulturreisenden anregen und zu neuen Blicken auf Österreich inspirieren. Das ist das Ziel der Kampagne, die im kommenden Frühjahr startet. Die Performance in Frankfurt bot einen ersten Vorgeschmack und das Publikum war fasziniert.